So, in unser kleines Redaktionsbüro heute hineingeflattert ist der Garmin Descent G1 Solar. Kleines, kurzes Unboxing-Video. Wir gucken mal rein, was in der Box so da ist. Und ich zeige euch einfach mal den Rechner. Ich habe ihn selber auch noch nicht wirklich gesehen. Also der Rechner ist die Solar-Version. Das heißt, der wird per Solar kann er aufgeladen werden. Und na, komm. Und die Version kostet 649,99 €. Wir haben den von Garmin umsonst zur Verfügung gestellt bekommen und schicken ihn nach unserem Test selbstverständlich wieder zurück. Es gibt noch eine günstigere Version davon, der ohne das Solarmodul, ohne die Solarauflademöglichkeit, der kommt dann für 549, also für 100 € günstiger auf den Markt. Alle Geräte sind jetzt auch schon im Handel erhältlich. Was haben wir denn hier so drin? Also hier ist erstmal die Uhr selber. Holen wir mal raus, schauen wir mal an. So, sehr leicht, Kunststoffgehäuse. Und hier ist noch so eine Abdeckung drüber. Gucken wir uns mal an. Sieht so vom Stil aus wie so eine klassische alte G-Shock. Hat so ein bisschen was davon. Und ja, angenehmes, weiches Gummiarmband. Das fässt sich sehr angenehm an. Ist auch ähnlich wie beim großen Bruder, bei dem MK2, bei dem mehr oder weniger neuen, letztes Jahr rausgekommenen, kann man das auch schnell wechseln. Hier ist auch für Trockis und für dickere Neoprenanzüge dieses Schnellwechselprinzip. Ist im Prinzip ähnlich wie bei dem anderen. Hier einfach festklicken, dann auf dem Federsteg eine immer runter machen und dann kann man das auswechseln, wenn man es denn möchte. Ja, das Ganze ist mit Solar aufladbar, wie schon gesagt, und das bringt dem Ganzen eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit. Also der Tauchmodus bis zu 24 Stunden hält der Akku dadurch. Und insgesamt bis zu 124 Tage im Smartwatch-Modus und mit Solarladung sogar noch länger. Ansonsten ist es eine Sportuhr, die sich im Prinzip nicht nur an Taucher richtet, sondern auch an Surfer und so weiter. Man hat auch Gezeitenmöglichkeiten drin, die natürlich für Taucher auch ganz interessant sein können. Aber ja, für die es richtet sich grundsätzlich an aktive Menschen, die draußen in der Natur unterwegs sind und lange Akkulaufzeiten brauchen. Was er nicht hat, ist Tankpot, also die Luftübertragung, die Übertragung des Flaschendrucks an den Computer. Das bleibt dem MK2i vorbehalten. Und schauen wir mal in die Box, was ist hier noch drin? Ladegerät, also diese Klammer, die man schon von Garmin kennt. So, per USB dann ladbar hier, kommt die Klammer dran und das wird dann eingesteckt. Außerdem noch verschiedene Bedienungsanleitungen in unterschiedlichen Sprachen sind da drin. Und that's it so far. Der kann natürlich auch noch mit der Garmin Dive App verbunden werden. Die App, die ist, sieht so aus und jetzt müsste ich mir natürlich wieder ein Konto erstellen und dann können wir das auch mal verbinden. Mache ich gleich mal und zeige euch dann auch, wie das geht. Jetzt habe ich das soweit eingerichtet, die App, und er fragt mich, Garmin-Gerät verbinden. Ich stelle den einfach mal an. Ich habe mir hier noch nichts groß durchgelesen. Ich bin ziemlich blauäugig und gucke mal, wie gut und einfach das irgendwie alles geht. Der G1 von Garmin ist natürlich vom Display her ein Schwarz-Weiß-Display, also schon ein kontrastreiches Schwarz-Weiß-Display, aber hat kein Farbdisplay wie der große MK2. Ich drücke einfach mal irgendeine Taste, es geht an, zeigt mir ein Garmin-Zeichen und fragt mich hier Garmin Dive durchsuchen. Gut, hinzufügen. Ein Gerät würde ich gerne hinzufügen. Okay. Hier werde ich jetzt nach der Sprache gefragt. Geben wir ihm mal. Dum, 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 dum. Wo sind wir? Deutsch da. So. Und Bestätigung. Und ja, ganz einfach verbinden, relativ easy peasy. So, jetzt fragt er mich nach der Kopplungscode, den soll er bekommen.
Und dann koppeln wir das Ganze mal. Schauen, was das sich jetzt tut. Jetzt steht hier, die Einrichtung wird abgeschlossen. Hier ist ein kleines Garmin Dive App Bildchen zu sehen. Also der scheint da halt wirklich auch was zu machen. Werde ich hier verschiedene Sachen gefragt. Mein Profil einrichten. Okay, machen wir auch noch schnell. Gucken, wie schnell das geht. So. Und ja, das kriegt er alles hier. Und dann schauen wir mal. Also das geht, ihr seht, das geht relativ fix, die ganze Kiste hier. Und jetzt Gerät synchronisieren. Ja. Es tut sich was. Es tut sich einiges sogar. Ja, in der Zeit können wir uns mal den Rechner hier so ein bisschen angucken, was er noch so hat. Also hier unten ist der Kontakt für das Laden. Jetzt ist schon beendet. Da sind wir schon durch. Und App-Einrichtung abgeschlossen. Und die Uhr wäre in dem Sinne jetzt auch schon einsatzbereit. Da steht hier Warnung, es ist möglich, dass dieses Gerät bei Tauchgängen keine richtigen Informationen darstellt. Verwenden Sie stets ein Backup-Tauchgerät und tauchen Sie nur mit einem Buddy. Dieses Gerät ist nur für Taucher vorgesehen, die sich mit der ordnungsgemäßen Verwendung von Tauchausrüstung auskennen. Bitte lesen Sie weitere Warnungen und Produktinformationen. Okay, so, ja, so sieht er jetzt aus. Ja, ist gut ablesbar und man kann auch vieles an dem Display auch noch individualisieren, unterschiedliche Sachen machen, einstellen, Display für sich so ein bisschen optimieren, wenn man das denn möchte. Ja, so viel erstmal zu diesem Gerät. Ihr erfahrt mehr von uns, wenn wir mit dem Computer mal tauchen waren und gebt euch dazu dann nochmal ein entsprechendes Feedback. Ihr könnt ja, wenn ihr spezielle Fragen habt, die gerne auch in die Comments unten reinschreiben und dann werden wir die so schnell und so gut wie möglich, wie wir können, beantworten. Dann auf bald!